Abu Huraira, hätte berichtet vom Propheten, dass der Prophet hätte gesagt: Allah hat 99 Namen, 100 minus 1. 100 minus 1. Wer diese aufzählt, kommt ins Paradies. Und dann sagt der Tirmidhi: Huwallahu alladhi la ilaha illahu, ar-Rahmanu ar-Rahim, al-Malik al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir und so weiter. Und er hat die 99 erwähnt. Eigentlich, Barakallahu fikum, die 99 Namen Allahs, und bitte vorsichtig hier sein, passt auf. Im Arabischen, wenn ich sage, ich habe neun zum Beispiel Sachen, das heißt nicht, dass ich nicht mehr habe. Ich habe neun. Aber das heißt nicht, ich könnte auch zum Beispiel 70 haben oder 100. Aber wenn man sagt, ich habe nur neun, dann ist das was anderes. Und hier im Hadith steht nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah hat nur 99 Namen. Er sagt, Allah hat 99 Namen. Wer diese aufzählt, kommt ins Paradies. Was wird aufzählen? Einige Gelehrten haben gesagt, aufzählen, dass man diese liest, Wort, und dass man versteht, was das bedeutet. Oder andere wie Bukhari zum Beispiel, sie haben gesagt, wer diese auswendig lernt, und es gibt manche Gelehrten, die sagen, die Bedeutung ist mehr als lernen und auswendig lernen und aufzählen, sondern die Bedeutung heißt, dass du diese Namen verstehst und dass du die benutzt in deinen Bittgebeten an der richtigen Stelle. Zum Beispiel, man sagt nicht, wenn man gegen die Feinde Allah subhanahu wa ta'ala Bittgebet macht, da sagt man nicht, ja Rahim, O Alabama, bestrafe sie. Das passt nicht. Oder, Machthaber, verzeih mir. Sondern sagst du ja, O Gnädiger. Und das ist der Sinn, Barakallahu fikum. Was bedeutet dann, Allah hat 99 Namen? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat so viele Namen. Unter anderem gibt es 99. Wenn man die aufzählt, kommt ins Paradies. Gibt es nur 99 Namen? Nein, Beweis dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, ich bitte dich mit jedem Namen, den du hast oder den du dir selbst zugeschrieben hast oder benannt hast. Und سميت بنفسك oder du hast diesen Namen jemanden von deinen Dienern beigebracht. Oder du hast das dir überlassen bei dir in Verborgenheit. Und hier, Barakallahu fikum, das sind so viele. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat einige uns beigebracht und die anderen nicht. Und deshalb die Überlieferung hier ist schwach. Warum ist diese Überlieferung schwach, Barakallahu fikum? At-Tirmidhi selber sagte, pass auf, nachdem er dieses Hadith erwähnt hat, mit den Namen, bis As-Sabur, dann sagte er, هذا حديث غريب. حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان ابن صالح. وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح. Es gibt kein إسناد صحيح دافية بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Und deshalb haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten, aber Allahu a'lam, barakallahu fikum. Diese Namen, Wallahu alladhi la ilaha illahu, al-Rahman al-Rahim, salam, al-Malik al-Quddus, salam, das ist Mudraj. Was bedeutet Mudraj? Da hat man das sozusagen eingeführt, weil die meisten Überlieferungen
die sind nicht mit dieser Aufzählung von den bestimmten Namen Allah Ta'ala alam. Übrigens habe ich auf Deutsch nicht gesagt, was Tirmidhi gesagt hat. Tirmidhi sagte, dass es eine Überlieferung, die gharib ist. Und das ist von Safwan ibn Salih. Und dieser Safwan kennen wir nur von diesem Hadith. Und der ist vertrauenswürdig bei den Hadith-Gelehrten, aber eigentlich nicht so. Vertrauenswürdig hier bedeutet nicht vertrauenswürdig. Und er sagte auch, dass die meisten Überlieferungen, die haben keine authentische Überlieferungskette. Und eigentlich diese Namen, Erwähnung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith, das ist Mudraj. Mudraj, das bedeutet, es gibt jemanden von den Überlieferern, der das selber gesagt hat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.